Hallo und herzlich willkommen zum Kachelmann-Wetter, beziehungsweise man kann schon fast sagen zur Nebellotterie. Denn in den nächsten Tagen wird es vor allen Dingen in Richtung Süden große Gegensätze, große Unterschiede geben zwischen Regionen, wo es einfach nur neblig, trüb und kalt bleibt, ja, und den sonnig milden Regionen, die wir vor allen Dingen dann in den höheren Lagen finden. Ja, und diese Grenze genau vorherzusagen, wo der Nebel sich lichtet und wo er den ganzen Tag anhält, das ist halt recht schwierig, beziehungsweise manchmal wirklich nur kurzfristig möglich. Und entsprechend gibt es halt auch große Unterschiede bei den Temperaturen, und die können wir auch heute früh schon feststellen. Wenn wir mal auf die Werte von heute 5 Uhr in Süddeutschland schauen, sehen wir, dass es vielerorts doch frostig geworden ist. Vereinzelt kann es jetzt heute früh und auch in den nächsten Nächten, vor allen Dingen auf Brücken, mal zu Reifglätte kommen. Aber wir sehen auch Stationen mit der grünlichen Färbung, wo es deutlich milder ist. Das ist in den höheren Lagen der Fall. Auf dem Wendelstein, auf dem Feldberg im Schwarzwald um die 10 Grad. Hier ist diese Invasion, von der ich gestern schon gesprochen habe, in Gang gekommen. In den höheren Lagen fließt mildere Luft ein. In der Niederung oder in den Niederungen, da sammelt sich dann halt entsprechend die Kaltluft. Und hinzu kommt noch so eine leicht föhnige Anströmung, die auch noch dazu beiträgt, dass es in manchen Höhenlagen relativ mild ist. Wie zum Beispiel in der Schweiz, da gibt es auch ein paar Stationen, wo wir heute früh schon um die 14 Grad messen. Ja, wie sieht es heute am Mittwoch aus? Ja, es gibt wieder stellenweise heute früh, heute Vormittag ein paar Nebel, örtlich auch Hochnebelfelder. Die sollen sich aber aller Voraussicht nach recht gut auflösen, sodass so ab dem Mittag doch fast überall die Sonne scheinen dürfte. Es sind allerdings auch ein paar hohe, dünne Schleierwolken dabei, also nicht immer überall der Sonnenschein. Aber abseits der Nebelgebiete beginnt der Tag auch im Süden und in der Landesmitte schon vielerorts sonnig. Im Norden und Nordwesten sieht es ein bisschen anders aus. Von der Nordsee her ist schon so eine schwache Kaltfront aufgezogen. So nördlich in etwa einer Linie Emsland, Bremen bis hoch zur Kieler und Mecklenburger Bucht. Da bleibt es doch eher stark bewölkt. Und vor allen Dingen Richtung Nordseeküste und in Schleswig-Holstein kann es mal hier und da ein bisschen tröpfeln. Größere Regenmengen sind es allerdings nicht. Die Temperaturunterschiede kommen jetzt halt, wie gesagt, immer mehr in Gang. Falls es doch irgendwo bis in den Nachmittag hinein in einigen Tälern trüb bleiben sollte, sind es nur so Werte um die 5 Grad, teilweise auch darunter. Ansonsten in den mittleren Höhenlagen am Alpenrand, auf der Schwäbischen Alb, im Schwarzwald sogar 12, 13, vielleicht sogar vereinzelt um die 14 Grad. In der Landesmitte meist Werte so von 7 bis 10 Grad. An der Nordseeküste sind es 11 oder 12 Grad. In der kommenden Nacht wird es dann halt wieder vielerorts frostig im Süden und in der Landesmitte. In den höheren Lagen invasionsbedingt bleibt es halt entsprechend milder, und auch im Norden, wo wir die dichten Wolken haben, wird es keinen Frost geben. Tja, und dann kommt am morgigen Donnerstag und am Freitag, dann kommt diese, ja, Nebellotterie so richtig in Gang. Es wird doch in dieser alternden Luftmasse, wo unter diesem Hoch, wo sich dann die Kaltluft richtig sammeln kann, doch vielerorts wahrscheinlich eine ganz zähe Geschichte sein. Es kann durchaus sein, dass es in manchen Regionen den ganzen Tag eher trüb und kalt bleibt, und wo halt der Nebel sich mal lichtet, das ist halt entsprechend diese schwere Vorhersage und manchmal kaum zu bewerkstelligen. Wo es besser aussieht, ist es in den höheren Lagen, also oberhalb so 700, 800 Meter Richtung Schwäbische Alb, Schwarzwald und auch in den Alpen. Da ist man relativ sicher aus dieser Hochnebeldecke heraus. Ansonsten in Richtung Norden kommt diese Kaltfront von der Nordsee so ein bisschen weiter ins Landesinnere voran, ist aber nur schwach ausgeprägt. Das heißt, die dichteren Wolken schaffen es dann auch mal bis ins nördliche Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen bis hoch nach Mecklenburg-Vorpommern. Und gerade so zwischen Emsland und der Ostsee kann es auch mal stellenweise ein bisschen nieseln. Viel wird es aber auch weiterhin nicht sein. Bei den Temperaturen dann entsprechend die großen Gegensätze. Dort, wo es den ganzen Tag eher trüb und grau bleibt, sind nur noch Temperaturen von knapp über 0 Grad zu erwarten. In den mittleren Höhenlagen dagegen sogar mit leichter Föhnunterstützung an den Alpen durchaus auch mal 13, vereinzelt auch bis zu 14 Grad. Am Freitag sieht es dann so aus, im Nordosten ziehen dann noch letzte Tropfen einer Warmfrontbewölkung wahrscheinlich ab. Ansonsten bleibt es im Norden trocken mit einem Gemisch aus dichteren Wolken und mal ein paar Auflockerungen. Später kommen im Nordwesten dann halt gegen Nachmittag und Abend neue Wolken einer Kaltfront entsprechend aus. Im Süden ändert sich nichts. Unten in den Tälern, in den Niederungen häufig grau, trüb, relativ trostloses Wetter. Allerdings dann in den höheren Lagen wieder mit dem Sonnenschein. Also es wird wahrscheinlich ein paar Orte geben oder einige Orte geben, wo es dann vielleicht Richtung Donnerstag, Freitag gar nicht für die Sonne reichen wird. Da bleibt es dann halt auch entsprechend auch am Freitag kalt. Höhere Lagen in den südlichen Mittelgebirgen und an den Alpen deutlich milder. Und auch in der Landesmitte kommt ein bisschen mehr Wind auf, sodass auch am Nordrand einiger Mittelgebirge die Temperaturen durchaus etwas höher sind als am Donnerstag oder Mittwoch.
Blicken wir dann nochmal in Richtung Wochenende. Wie geht es generell weiter? Wir schauen mal auf zwei 14-Tage-Trends. Wir gucken sogar bis in die nächste Woche natürlich mit der Station Cottbus. Da sind wir verblieben. Ja, der große angedeutete Kaltlufteinbruch, Kaltluftvorstoß mit der Polarluft, der bleibt dann wahrscheinlich doch aus, beziehungsweise geht östlich an uns vorbei, über Osteuropa, über Russland. Da wird es zur großen Kälte kommen und die erreicht dann im Laufe der nächsten Woche auch die Südosteuropa, Türkei, Kaukasus. Hier wird es zu einem markanten Wintereinbruch kommen. Bei uns in Cottbus, da sieht man nicht allzu viel. Ja, okay, mal leichter Frost in der nächsten Woche, auch nur noch einstellige Temperaturen, aber ein Wintereinbruch, richtige Kälte ist das definitiv nicht und das Ganze verläuft unter Hochdruckeinfluss, also es geht mit verbreitet trockenem Wetter dann nächste Woche weiter. Springen wir nochmal zuletzt dann nach Bremen in den Nordwesten des Landes. Hier ja mit diesen schwachen Tiefausläufern in den nächsten Tagen schon relativ viele Wolken, aber halt dann auch mal zweistellige Temperaturen. Es bleibt wahrscheinlich in der Folge auch unter dem Einfluss des Hochs weitgehend trocken. Ob der Samstag dann auch trocken verläuft, das will ich noch mal ein bisschen bezweifeln. Hier dann doch mal ein Schauer oder ein bisschen Regen möglich. Danach geht es aber auch hier wahrscheinlich mit relativ ruhigem, unspektakulärem Novemberwetter weiter. Das Hoch dominiert, die Tiefs haben erstmal momentan nicht allzu viele Chancen. Das war's von mir, ich wünsche euch einen schönen Tag, macht's gut, ciao.